Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch in der Kenwood Cooking Chef Gourmet einen Pizzateig anrühren. Die Zutaten habe ich mir soweit schon bereitgestellt. Ich lese sie euch kurz vor. Ihr braucht 250 ml Wasser, 20 Gramm Hefe, also einen halben Hefewürfel, einen Teelöffel Zucker. Das verrührt ihr zusammen. Das habe ich jetzt einfach in einer Schüssel zusammengerührt oder hier in meinem Messbecher. Und lasst das bitte 10 Minuten stehen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Die 10 Minuten sind bei mir schon um. Und dann braucht ihr 50 Gramm Lievito Madre. Das ist ja die italienische Mutterhefe. Ach nee, das heißt ja Lievito Madre. Habe ich mich aufklären lassen von der Italienerin, aber irgendwie spreche ich es doch immer falsch aus. Dann braucht ihr einen Esslöffel Olivenöl und 550 Gramm Mehl, ich nehme Typ 550er und eingehäuften Teelöffel Salz. Und ja, ich würde sagen, wir rühren den Teig direkt an. Ich gebe als allererstes meine Wasser-Hefe-Zuckermischung in den Rührtopf. Ups. Und gebe dann das Mehl dazu. Ein Esslöffel Öl. Dann gebe ich den Lievito Madre mit dazu. Wie gesagt, da habe ich auch schon ein Video zu gedreht, das verlinke ich euch. Entweder in der Infobox oder im Video. Und den Teelöffel Salz. Also einen gehäuften Teelöffel. Ja, dann gebe ich meinen Knethaken rein. Und knete den Teig jetzt 7,5 Minuten auf Stufe 1. Ja, dann würde ich sagen, melde ich mich, wenn die Zeit rum ist. Die Knetzeit ist jetzt um. Ich habe es 3 Minuten auf Stufe 1 kneten gelassen und dann habe ich runtergestellt auf Stufe Mint. So sieht der Teig jetzt aus. Ich habe jetzt gerade einfach den Finger nass gemacht oder die Hände nass gemacht und kurz den Teig runtergenommen. Er hat also eine ganz tolle Konsistenz, klebt nicht. Richtig klasse. Das gebe ich jetzt in meine große Mixer. Ihr könnt aber auch eine andere Schüssel nehmen und deckt das ab und lasst das jetzt so eine halbe Stunde bis eine Stunde schön gehen, bis sich so der Teig circa verdoppelt hat. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Mein Teig geht ja jetzt und was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen ist, wenn ihr kein Lievito Madre habt, also die italienische Mutterhefe, dann nehmt ihr einfach einen ganzen Hefewürfel und verfahrt aber genauso, wie ich es jetzt mache. Und in den Mengenangaben habe ich mich vorhin versprochen, ihr braucht nicht 550 Gramm Mehl, sondern 500 Gramm Mehl und das Typ 550er nehme ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn der Teig weiter aufgegangen ist. Bei mir ist jetzt genau eine halbe Stunde rum. So schön ist mein Pizzateig jetzt aufgegangen. Den werde ich jetzt in zwei Teile teilen und werde eins hier auf meinem Zauberstein und eins auf meinem großen Ofenzauberer ausrollen. Ihr könnt natürlich genauso gut zwei Backbleche nehmen. Und wenn ich das gemacht habe, melde ich mich nochmal bei euch. Hier wollte ich euch mal eben die Konsistenz des Pizzateigs zeigen. Der ist also total fluffig und lässt sich super gut verarbeiten und ausrollen. Das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Mein Pizzateig habe ich jetzt auf meinem Zaubermeister und meinem Ofenzauberer schön ausgerollt. Ich wollte euch mal eben zeigen, so dick oder dünn ist jetzt der Teig. Und jetzt heize ich schon mal den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und da wandert dann gleich
die Pizza so circa 20 Minuten auf die zweite Einschubebene von unten rein. Jetzt werde ich die Pizza belegen nach unseren Wünschen. Also ich gebe Tomatensauce drauf, Käse. Bei uns wird es wahrscheinlich so eine Hawaii, also Schinken und Ananas. Und vielleicht die andere mit Schafskäse, ein paar Tomaten und vielleicht Salami. Ich schau mal. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich die Pizza aus dem Ofen hole, um euch zu zeigen, wie toll der Boden ist. Hier habe ich euch jetzt die Pizza mal angeschnitten, um euch zu zeigen, wie toll die Porung des Teiges ist. Richtig klasse, schmeckt auch richtig lecker und ist ganz einfach zusammengerührt, finde ich, in der Kenwood. Da geht er und dann habt ihr einen tollen Pizzateig. Wenn ihr es nachmachen wollt, wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch bitte und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.